Ungeheuer guten Tag wünsche ich euch und willkommen zum heutigen Tagesvlog. Wir fahren jetzt weiter und ich wollte nur positiv anmerken, die letzten zwei Tage hat kein einziger Mensch vor unserem Hotel gewartet. Das finde ich mega cool. Also das, wir haben es jetzt angesprochen und scheinbar haben viele Leute sich das zu Herzen genommen. Finde ich sehr cool. Yo, willkommen zur Long Walk Tour. Seit wann sagst du Yo am Anfang? Ich bin du. Yo! Warum heißt es die Long Walk Tour? Ja, wir walken mal wieder long. Tschüss. Okay, die Kugellager austauschen hat sich gelohnt. Jetzt, wenn wir fahren. Egal, Yolo. Ist schneller als gehen. Wir fahren jetzt einfach auf diesen Kiesweg, weil wir keine andere Wahl haben. Mann. Scheiße! Wenn man erstmal eine halbe Stunde über so einen richtigen Schotterweg gefahren ist, ist man den Straßenbauern dieser Welt so dankbar für so einen Weg hier. Das hier ist ein toller Weg. Nehmt euch mal daran ein Beispiel, ihr scheiß Wege. Puzzle pieces in my fifth grade shoebox. All the answers I've misplaced is still lost. Wie schön rot die Blätter leuchten. Es ist Herbst, Leute, es ist Herbst. Schon lange. But the feeling of the happiness, all of y'all forgot it. Too busy, caught up on the wallet in your pocket. I think a little abstract. My treasure chest still lacks. I'm attached to the. Wir sind jetzt in Ingolstadt angekommen und hier muss ich mir neue Schuhe kaufen, damit wir weiterfahren können. Denn meine Schuhe sind schon wieder richtig am Arsch. Ui, das war knapp. Wir suchen den Skateshop in Ingolstadt. Leider hat der Skateshop, den wir aufgesucht haben, zu. Das heißt, beziehungsweise erst geschlossen. Zu vermieten stand da dran. Jetzt suchen wir mal, ob wir noch einen Skateshop finden. Ansonsten gehen wir zu Footlocker. Wir sind in einem Skateshop in Ingolstadt und ich habe mir neue Schuhe geholt. Hier sind sie. Die alten Schuhe, zeige ich euch mal ganz kurz, sehen so aus. Guck mal hier, aber ich kann meinen Finger durchstecken. Ist auch ein starker Schuh. Hier durch, hier durch, hier durch. Also er hat so viele Stellen, wo er durch ist. Naja. Dein Schuh ist auch am Arsch. Aber mein erster Schuh, die ich in meinem Leben besessen habe. Ist stark. Die sind swaggy. Die sind so swaggy. Na sure, das ist richtig swaggy. So, ich habe jetzt ein neues Shirt und neue Schuhe und die alten Schuhe können wir direkt hier wegwerfen. Perfekt. Das heißt, wenn ihr unsere Schuhe irgendwie aus der Mülltonne ausgraben wollt, müsst ihr hier nach Chaos kommen in Ingolstadt. Jawohl. Und die würde ich jetzt erstmal wegdonnern. Eins. Ich habe zwar keine neuen Schuhe, aber ich werfe meine Schuhe weg. Doch, doch, zeig mal deine. Er hat nämlich fast dieselben wie ich in Rot. Yeah. Sehr cool. Natürlich müssen wir in Ingolstadt noch ein bisschen was essen, damit wir auch gestärkt weiterfahren können. Und hier gibt es den Green, einen veganen Gemüsebratling-Burger. Das klingt fresh. Get high, now I sit, blunt in my grip. I'm still looking for the times that I ain't really needed. Yo, that preschool picture's still classic. I remember the times that I thought that was it. Now I'm here, holy shit, I'm here right. Looking all around like damn, what the crazy is out right. Thinking about when, thinking about all the times that I spent. I just wanna be a kid again. I just wanna be a kid again. Thinking about what, thinking about where, thinking about all the times that you dared that I wouldn't be a kid again. Look at me, I am a kid again. Wir haben unsere Burger gegessen und unsere Cola getrunken. Das ist echt ein cooler Laden, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Gold? Wie heißt der denn? Gold. Gold, ja. Golden. Ach, einfach Golden. Golden, okay. Golden Eyes. Da gibt's... Gülden. Gülden? Gülden? Ich weiß gar nichts. Keine Frage. Auf jeden Fall gibt's da vegane Burger. Ist lecker. Hallo.
Wir fahren jetzt weiter von Ingolstadt nach Neuburg. Und wir sind dick eingepackt, denn es ist schon dunkel und es wird kalt. Zum Glück rollen die Boards wenigstens richtig gut, weil wir die Kugellager ausgetauscht haben. Nochmal fettes Danke an Heiko von Concrete Wave an dieser Stelle. Wir reparieren heute alle Longboards und tauschen die Kugellager aus, denn Concrete Wave hat uns was Schönes geschickt. Das ist einfach vom Himmel gefallen. Ja, genau so. Ja, oh, ja. Komm, wir haben uns noch eine Postkarte geschickt, die ich kaputtgeschlagen habe. Was steht drin? Hallo Jungs, hier mal ein paar neue Lager. Denke, die könnt ihr gebrauchen. Viel Spaß, Gruß aus Köln. So, das Board ist jetzt durch die Kugellager wieder Concrete Wave approved und deswegen kommt natürlich auch ein Concrete Wave Sticker drauf. Perfekt. Und jetzt fahren wir noch 20 Kilometer durch die Dunkelheit. All this time I've been spending a life when I was a kid inside. And now this world has got a hold of me. This is not how it's supposed to be. Weil ich du bist echt ein krasser Typ. Ja, ich weiß. Hallo. Wir laufen jetzt seit einigen Kilometern über Feldwege, weil es nur noch die Auswahl gab zwischen Bundesstraße und noch einer anderen Bundesstraße, die noch gut befahren sind um diese Uhrzeit. Und das ist ein bisschen gefährlich im Dunkeln. Deswegen haben wir uns jetzt dazu unfreiwillig entschieden zu wandern. Es macht sehr viel Spaß. Ich erzähle mal ganz kurz, was eben passiert ist. Also, wir sind eben ganz normal eine schöne Straße entlang gefahren und dachten an nichts Böses. Auf einmal, fupp, Schnee. Nee, auf einmal kommt dieser scheiß Feldweg. Okay, dachten wir, ja, gehen wir den Feldweg. Nochmal umkehren, ist ja immer scheiße. Es gibt immer die Situation, in der man schon weit gefahren ist und dann kommt eine Scheißstraße und dann muss man entscheiden, drehe ich jetzt um und fahre eine bessere Straße oder gehe ich ein Stück zu Fuß und hoffe, dass eine bessere Straße automatisch auf diesen Weg kommt. Das ist nicht immer leicht, diese Entscheidung zu treffen. Meistens ist es besser, zurückzufahren und dann direkt die bessere Straße zu nehmen. Wir sind gerade ausgegangen und gehen immer noch. Das war jetzt vor einer guten halben Stunde. Wir sind nur noch 10 Kilometer vom Zielort entfernt, aber werden noch einige Zeit brauchen, wenn es so weitergeht. Wir haben jetzt ungefähr 21 Uhr oder vielleicht 21.30 Uhr, ich weiß gar nicht genau. Fast 22 Uhr. Und das ist Kacke. Scheiße ist das. Ich hoffe. Scheiße. Mann. Ich hoffe, ihr fühlt ein wenig mit mir. Baut Straßen, ey. Ich zeige euch mal ganz kurz den Weg. Und Elektrozaun. Hier ist der Elektrozaun und hier ist der Weg. Und meine neuen Schuhe sind schon nass. Es ist nicht immer nur schöne Wege langfahren, passend zur Musik, zur Cutten und dann ist man da in 5 Minuten, so wie unsere Videos. Nein, für uns ist das der ganze Tag. Wir fahren morgens los, sind meistens abends da und sind dann auch richtig am Arsch. Wir nehmen natürlich tagsüber viel mehr auf normalerweise als abends, weil man sieht halt abends nicht viel. So, wir sehen jetzt auch nicht viel. Ihr seht die ganze Zeit nur einen Lichtstrahl. Deswegen nehmen wir sowas total selten auf. Aber das ist oft der Bestandteil unseres Tages. Ja, der Weg wird ein ganz bisschen besser. Der Weg wird jetzt zu Schotter, wenigstens das. Naja, aber
Nur damit du so, so einen guten Weg habe ich seit einer halben Stunde nicht mehr. Ich freue mich. Yippie, juha. Naja, was soll ich dazu sagen? Also ich finde, das gehört auch dazu. Ich sage mal, bei den über 1000 Kilometern, die wir jetzt bis jetzt schon hinter uns haben, von Sylt bis in das tiefe Bayern hier, sind wir 20% mindestens, vielleicht auch 25% gegangen. Wir mussten echt sehr, sehr oft gehen. Aber eben zum Beispiel sind wir die ganze Zeit gefahren und es hat richtig Spaß gemacht. Das macht auch im Dunkeln und in der Nacht echt noch Spaß zu fahren. Dann hören wir Musik, fahren. Und es ist auch echt cool. Das ist so unsere tägliche Beschäftigung geworden. Und keine Ahnung, es ist einfach echt, es ist ein geiles Erlebnis, diese Tour. Aber sie bringt einen jeden Tag an die Grenzen. Das wollte ich nur mal sagen. Und wir sehen uns dann gleich im Hotel. Und da vorne ist Cheng. Warte, ich zeige euch den auch nochmal. Der ist am Telefonieren. Stören wir ihn mal. Ja. Hallo Cheng. Hi. Telefonier gerade mit Joe. Er telefoniert, trotzdem, obwohl er den Pulloverkopf anhat. Ja, ja. Du musst das Telefon reinnehmen. Nee, das, ich habe so richtig krasse Ohren, weißt du? Ah. Ist alles geklärt. Was denn? Das mit dem Deal. Den Deal, den du gemacht hast mit der Frau. Dieser Blick, Simon checkt gar nichts. Nein, Spaß, du kriegst morgen was Veganes zu essen. Ja? Ja. Achso, ist nicht so. Hä? Was wollte ich checken? Oh Mann, ich werde verarscht. Naja, wir gehen weiter durch die Nacht. Tschüss. Nach diesem total beschissenen Weg ist jetzt unglaublicherweise ein wunderschöner Weg. Hier, perfekt asphaltierte Straße, ultra gut beleuchtet. Es ist unglaublich. Hier ist so ein fettes Audi-Werk oder ein Audi-Vertrieb. Cheng freut sich auch schon, wie man hört. Und ja, wir sind jetzt nur noch ungefähr 7 Kilometer entfernt von unserem Zielort in Neuburg. Und dann würde ich mal sagen, durchpowern, Leute. Endlich sind wir im Hotel. Ich zeige euch noch mal ganz kurz, wie es von außen aussieht. War schon einmal drin. Wir gehen hier rein. Und das ist das ganze Zimmer. Ja, hier habe ich mein Longboard hingestellt. Das Zimmer ist riesig. Nee, es ist echt, glaube ich, das ist einer der kleinsten Zimmer. Oder es ist das kleinste Zimmer, in dem wir bis jetzt geschlafen haben. Aber das finde ich gar nicht schlimm. Weil ich finde, ein Zimmer braucht nur einen Schreibtisch zum Schneiden, ein Bett. Ein Fernseher muss gar nicht sein, ein Badezimmer und das war's. Ich brauche kein großes Zimmer, ich habe ja keinen Bock hier Turnübungen zu machen. So, ich bin mit dem Zimmer voll und ganz zufrieden und ich würde einfach mal sagen, ab mit dem Rucksack. Oh Gott, immer sage ich, oh Gott, wenn ich den Rucksack ausziehe, schon mal aufgefallen. So, ich will nur noch schlafen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein sau anstrengender Tag und ich fahre jetzt ins Bett. Oh, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Haut rein, wir sehen uns morgen und ciao. Puzzle pieces in my 5th grade shoebox. All the answers I've misplaced are still lost. Hold the places I've been in my mind, yeah. Chuck E. Cheese brought mold in the props. But the feeling of the happiness, all of y'all forgot it. Too busy, caught up on the wallet in your pocket. I think a little abstract. My treasure chest still lasts, I'm attached to the past.